Diesmal? Der bringt kaum Geld und was du willst, kostet richtig viel. Es geht ganz schlecht los. Bremse klemmt. Ich mach nichts. Da muss ich wohl Elvis anrufen. Elvis, I've got an emergency. Ein Notfall. Lass alles stehen und liegen und schlepp mich ab. Yeah, I need rescuing. I'm sorry, all right? Geht schon gut los. Ich konnte nicht ahnen, dass die Bremsen qualmen würden. Wenigstens wissen wir jetzt, dass du sie reparieren musst. Ich mag Herausforderungen. Und Carrie scheint es wert zu sein, dass wir ihr helfen. Aber einen VW Touran, der noch nicht mal fährt, in einen seltenen Geländewagen zu verwandeln, da hat uns Mike ganz schön was eingebrockt. Ja, okay. Da liegt das Problem. Die vorderen Bremsscheiben sind komplett fest. Was da los ist, weiß ich erst, wenn ich die Bremssättel abnehme. Dass ich hier ein Stemmeisen brauchen würde, war klar. Aber gleich zwei? Das bedeutet nichts Gutes. Klingt nach Sand. Und das ist ja klar. Carrie ist ein Surfermädel und ständig am Strand. Der Sand klebt am Bremskolben und zermalt so langsam, aber sicher den Bremssattel. Genau das ist hier passiert. Wir brauchen Geld, und zwar schnell. Ich mache mir nicht die Mühe, die Bremssattel aufzuarbeiten. Stattdessen spendiere ich dem Wagen einen neuen Satz inklusive Bremsbelägen. Die Rückseite der Beläge schmiere ich mit Kupferpaste ein, damit es nicht quietscht. Wenn der Bremssattel richtig positioniert ist, kann ich ihn festschrauben. Damit ist der Verkaufspreis schon ein bisschen gestiegen. Den Verschleißsensor schließe ich noch an. Dann kommt die Bremsleitung wieder dran. Und das dreht sich wieder. Der letzte Schritt, die Bremsanlage entlüften. Das Bremspedal fühlt sich richtig an. Aber es gibt noch etwas, was den Gesamteindruck der Kabine ziemlich runterzieht. Dieser Schalter hier. Zerkratzt und ausgeblichen. Und deshalb habe ich einen neuen besorgt. Ich zeige mal, wie schnell sich sowas tauschen lässt. Den neuen draufstecken. Und fertig. Schnell und einfach und nur 10 Pfund. Wenn es frisch gewaschen ist, sollten wir mit dem Auto jetzt 1600 erlösen können. In der Zwischenzeit sehe ich mir aber ein paar ganz andere klassische Gefährte an. Gary? Hello, mate. Hello, Mike. How are you? Nice to meet you. And you. Oh, that's a bit sehr schön. Ein Hot Rod? Yeah. That's one of your hot rods, is it? It is, yes. Yeah. Yeah. Very nice. Well, I haven't come to see that. Aber um das geht's. Wow, a Velocet. Als ich zum ersten Mal eine gesehen habe, saß ein Polizist drauf. So alt sind Sie? Ich kann mich noch gut erinnern. Ich auch. Das Motorrad hat viel Potenzial. Wir müssen es restaurieren, die Felgen tauschen und die Kiste zum Laufen bringen. Und genau damit fange ich an. Die sah sicher mal besser aus. Da ist überhaupt keine Säure mehr drin. Die muss weg. Batterie erneuert. Springt die Mühle jetzt an? Sinnlos, auch wenn ich noch tausendmal kicke. Also muss ich den Motor Stück für Stück untersuchen. Ich habe die Zündkerzen erneuert. Daran liegt es nicht. Die Zündkontakte machen gar keinen guten Eindruck. Ich reinige sie und probiere, ob der Motor anspringt. Korrosion an den Zündkontakten kann verhindern, dass Strom fließt.
Als nächstes überprüfe ich die Kraftstoffleitungen. Ich habe das Restbenzin aus dem Tank gelassen. Es war voller Ablagerungen. Deshalb überbrücke ich den Tank jetzt erst einmal. Ich verwende diese Konstruktion, die ein bisschen ans Krankenhaus erinnert. Aber sie sorgt dafür, dass dauerhaft Benzin in den Vergaser fließt und der Motor anspringen kann. Läuft! Großartig! Jetzt gefällt mir das Bike noch besser. Allein dadurch haben wir den Wert mindestens verdoppelt. Das Motorrad ist fast fertig. Ich habe die zu seiner Zeit passenden Teile, die Mike besorgt hatte, angebracht. Alles, was fehlt, ist der Sattel. Der letzte Handgriff. Und gleich mache ich eine Probefahrt. Komm mal her! Ich habe einen gefunden. Bin ich ein Glückspilz? Zuerst gab es nicht einen, aber ich habe nicht aufgegeben und da ist er. Ein 83er Nissan Patrol in Blau und Silber. Das ist genau das, was sie sich wünscht. Wie teuer? 7.000? Unfassbar. Hast du schon eine Anzahlung gemacht? Ich denke drüber nach. Aber sag, wie sieht's mit der Velocette aus? Eigentlich fertig. Noch testen, dann kann sie verkauft werden. Dann reserviere ich mir den. Und die Velocette biete ich bei diversen Clubs und Sammlern an. Läuft. Gute Neuigkeiten. Ich habe das Motorrad für 2000 Pfund an einen Klassiker-Fan verkauft. Wenn man die 725 Pfund abzieht, die wir für Kleinteile und die Aufarbeitung der Räder ausgeben mussten, kommen wir auf 7000 Pfund. Das reicht genau für den Patrol, den ich gerade entdeckt habe. Um ihn mir zu sichern, rase ich nach Brackley. Das ist ein schöner Tag, um sich ein Auto anzusehen. Gehen wir rüber. Oh yeah, you beauty. Eine Schönheit. Ich finde den wirklich toll. Freut mich. Ich handle nicht. Ich will das Auto und gebe Ihnen Ihr Geld. Ich sammle also Elvis ein und dann fahren wir an die Küste, um die Dame zu überraschen. Das kann ich mir bei Carrie gut vorstellen. Ich bin sehr gespannt auf Ihre Reaktion. Wo treffen wir Sie? Lass mich hier raus. Du fährst um die Ecke und ich wink dir dann. Carrie? Mike! How are you? Hi! Great to see you. You too. You've been all right? Really well, thank you. Excellent. An so einem schönen Tag müsstest du doch da draußen sein. Aber nicht bei den Wellen. Carrie, das ist dein Traumauto.